Hallo, liebe Zuschauer. Heute dürfen wir Sie zu einer Partie an der Ivy Lane begrüßen. Heute heißt es SC Freiburg gegen den FC Bayern. Wie schätzt du die Bayern ein? So langsam kann man ja erste Tendenzen von der Tabelle ablesen und sie sind definitiv einer der Top-Kandidaten auf den Titel. Wenn sie so weitermachen, können sie am Ende wirklich ganz vorne liegen. Sie werden ja heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind sie das treffsicherste Team der Liga. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. So gehen es die Bayern also heute an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Das Spiel beginnt, die Bayern mit dem Anstoß. Ribéry im Vorwärtsgang. Ein guter Doppelpass. Buschi, was sagst du zur Rollenverteilung heute? Ja, unter normalen Umständen müssten die Bayern das machen. Aber wir warten erstmal die Entwicklung der Partie ab. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Und Thiago. Xabi Alonso am Ball. Jetzt die Bayern im Angriff. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Höfler. Haberer. Uno Bulut. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Xabi Alonso am Ball. Und Alaba. Das macht er gut. Jetzt die Flanke. Robert Lewandowski! Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Schauen wir noch mal drauf, auf den Treffer vom FC Bayern. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Da war Robert Lewandowski per Kopf nach dieser Ecke erfolgreich. Ja, Wolf, der Pole ist kopfballstark, das weiß man eigentlich. Sie waren nicht nah genug dran. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Abraschi. Da kann er ihn stoppen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Robben! Den hält er super. Und jetzt geht's Eckball für die Bayern.
Den Ball kann er klären. Und Alonso. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Sehr gut reingespielt. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Das könnte eine Gelegenheit werden. Abraschi. Haberer. Da trennt er ihn vom Ball. Und Thiago. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Ah, er gibt abseits. Da war der Spieler durch. Und Thiago. Ribéry. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Und jetzt die Chance. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Klasse Technik. Griffo. Abraschi. Da kommt der Pass auf außen. Klasse gespielt. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Und Thiago. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Haberer. Wird das seine Torchance? Niederlechner. Wird das jetzt gefährlich? Haberer! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Hummels am Ball. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt Vidal. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Der Favorit hat seine Sache bislang ernst genommen. Zumindest lief die erste Hälfte so wie erwartet. Kann man so sagen, Wolf, bisher lassen die hier nichts anbrennen. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Das könnte gefährlich werden. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Er findet den Mitspieler. Sehr gut aufgepasst. Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht die Flanke. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Der Ball kommt. Der Ball kann gar nicht so schlecht, aber sie können trotzdem klären. Gutes Tackling. Und Thiago. Die Bayern im Vorwärtsgang. Jetzt haben sie den Ball. Abraschi.
So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die Defensive steht. Griffo. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Das war einfach für den Verteidiger. Kommt der Pfiff, Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Wird's jetzt gefährlich? Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Und er gewinnt den Zweikampf. Da steht die Abwehr sicher. Aktuell sehen wir den Ballbesitz eingeblendet. Zumindest hier keine Vorteile zu sehen, aber es geht ja auch darum, was man mit dem Ball anfängt, wenn man ihn hat. Thiago jetzt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt müssen sie aufpassen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Der Ball kommt gefährlich rein, aber kein Mitspieler als Abnehmer da. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Mike Franz. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Eigentlich kann er das besser. Hier kommt der Ball nicht zum Mitspieler durch. Lewandowski. Jetzt Robben am Ball. Thiago. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse. Robben! Noch ist die Chance da. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Lewandowski. Robert Lewandowski für die Bayern gewinnen. Das Spiel ist aus. Die Defensive war der Schlüssel zum Erfolg. Absolut korrekt, Wolf. Die Abwehr hat einen richtig guten Job gemacht und der Sieg geht vollkommen in Ordnung.